Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich bei einer weiteren Folge unserer Sprechstunde im Rahmen der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes in Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass wir heute als Gast in unserem Studio haben Herrn Dr. Bernhard Kessler. Er ist Internist und niedergelassener Arzt in Karlsruhe seit 1998. Und das Thema heute passt zur Jahreszeit, nämlich Magen-Darm-Probleme bei Hitze. Betrifft nicht wenige Menschen. Und deswegen ist es wirklich schön, dass Sie uns zu diesen Fragen heute Auskunft geben. Zum Beispiel Bauchschmerzen, Durchfall, auch das Thema Bakterien, die man bei Softeis und bei vielen anderen Gelegenheiten vielleicht mal zu sich nimmt, unbewusst. Herr Dr. Kessler. Ja, also was unterscheidet den Sommer vom Winter? Die Umgebungstemperaturen sind höher. Wir haben überall in unserer Umgebung Bakterien. Auf den Lebensmitteln, Wursterzeugnissen, Salaten, Eiergerichten. Und die Vermehrungsgeschwindigkeit der Bakterien nimmt zu bei erhöhter Temperatur. Dadurch werden wir mit Nahrungsmitteln, die sonst im Winter uns keine Probleme gemacht haben, mit wesentlich mehr Bakterien, die an der Oberfläche sitzen, konfrontiert. Was kann man dagegen tun? Entweder man vermeidet Nahrungsmittel, die nicht abgekocht sind, schöne Eierspeisen, Mousse au Chocolat und ähnliche. Oder man versucht wirklich, das im Vorfeld abzuschätzen. Wie sind die Herstellungswege? Sind es ganz gut kontrollierte Hygieneauflagen, die erfüllt sind? Dann kann man das ohne weiteres, ohne nachzudenken, auch zu sich nehmen. Schwieriger wird es, wenn man sich auch hier im Ausland aufhält, Straßenhändler nicht abgekochtes, nicht gebratenes, durchgekochtes Essen soll man eher vermeiden. Stichwort Obst und Gemüse, mediterrane Küche. Kleines persönliches Beispiel. Ich habe heute Morgen 4, 5 Äpfel und Tomaten in den Kompost geworfen, weil überall so kleine Fliegen dran waren. Mhm. Ich hatte das nicht im Kühlschrank. Frage, ist das auch problematisch oder was soll man da? Also das sind meistens Fruchtfliegenlarven, die sich da auf diesen Oberflächen festsetzen. Sind nicht gefährlich, aber die Insekten können natürlich durch die verschiedenen Orte, wo sie sich aufhalten, Bakterien verschleppen und an die Oberfläche bringen. Und bei den Temperaturen im Sommer vermehren die sich extrem, sodass man natürlich auch die Nahrungsmittel abwaschen sollte. Das Problem ist in Restaurants, wir können nicht immer in die Küchen schauen. Ja, da hoffen wir auf eine gute, standardisierte Reinigungsabfolge. Wenn nicht, hat man da ein Problem. Ja, deshalb würde ich da auch eher in den Geschäften, in den Restaurants, die nicht einer engeren Kontrolle unterliegen, keine Rohkost zu mir nehmen. Auch selbst Eiswürfel können uns mit Salmonellen oder den landestypischen Kolibakterien infizieren. Was passiert dann? Wir bekommen eine Entzündung, wir bekommen wässrige Durchfallerkrankungen oder Erbrechen, was am Anfang eine Schutzreaktion unseres Körpers sein kann, um diesen Keim erstmal loszubekommen, sollte man auch nicht deshalb gleich unterdrücken mit Stoffen, die den Darm lahmlegen. Aber wenn das dann längere Zeit anhält oder wenn man einen geschwächten Menschen vor sich hat, ein älterer Mensch oder Kinder, die ein Jahr oder jünger sind, muss man sehr aufpassen, dass dann keine Austrocknung passiert. Mhm. Herr Dr. Kessler, was tue ich im Urlaub, wenn ich Durchfall habe, Bauchschmerzen habe, wenn da irgendwas mit der Nahrungsaufnahme nicht gestimmt hat? Es gibt ein Konzept, herausgegeben von der WHO, das nennt sich WHO-Trinklösung und das kann jeder selber herstellen. Man nimmt dazu 1 Liter abgekochtes Wasser oder Wasser mit einem guten Verschluss, dass man sicher sein kann, dass es nicht nachgefüllt wurde aus der Leitung. Man gibt hinein 4 Teelöffel Zucker und 1/3 Teelöffel Salz.
ein Glas Orangensaft und das war's auch schon. Ja, diese Lösung ist ein Liter und wenn wir jetzt einen 70 Kilogramm Menschen vor uns haben, 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, sind es fast 3 Liter, die man von dieser Lösung zu sich nehmen sollte, wenn man wirklich schlimm betroffen ist. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kessler, für diese wertvollen Hinweise, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie weitere Fragen haben an den Herrn Dr. Kessler, dann kontaktieren Sie uns über unsere E-Mail-Adresse, die eingeblendet ist, bei der DRK Medizinakademie des Roten Kreuzes. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.